So, hallo meine Lieben und willkommen zu Yu-Gi-Oh! Arc V Tag Force Special Edition für die PSP, was nur in Japan rausgekommen ist. Ja, und wir wollen das Ganze jetzt mal let's playen. So, und wir möchten ein neues Spiel. Wir haben keine Daten von Tag Force 6, von daher den Namen können wir auch so lassen. So, ja, wir kennen uns aus mit den Regeln. Ja, und ja, höchst Level, also bring it on, ja. So, gut, das wollen wir noch kurz hier abspeichern. So, gut, ja, wir sind schon in einem neuen Tag Force Let's Play drin. Und das hier möchte ich jetzt mal mit euch let's playen. Weil es ist ein sehr cooles Spiel. Es ist wieder so eine Art Community-Projekt. Ihr dürft wieder auswählen, mit wem ich spielen soll, welches Deck ich spielen soll. Und welche Booster wir öffnen und alles drum und dran. Deswegen gibt es jetzt erstmal so eine kleine Einführung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Story rein. Wir werden mit Arc V anfangen. Da möchte ich Julia nehmen. Den nächsten Charakter dürft ihr dann bestimmen. Und nicht vergessen, hier oben ist eine Umfrage. Da seht ihr dann, da könnt ihr auswählen, welche Charaktere ich nehmen soll. Oder einfach auch in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich könnt ihr mir auch Decks vorschlagen, wie wir mal spielen sollen. Das Ganze ist auf Englisch gepatcht, aber die ganzen Texte sind hier leider nicht gepatcht. Aber wer den Anime kennt, der weiß, was die hier gerade labern. Und ja, ich habe auch ein paar Folgen Arc V gesehen. Ja, leider kann ich euch das nicht erzählen, was die hier labern. Gut, denn leider kann man das hier nicht überspringen. Von daher klickt man mal schnell durch. Ich habe hier übrigens die Touch-Dinger angemacht, damit es halt schöner aussieht, damit ihr auch seht, was ich drücke. Und ja, das Ganze spiele ich hier über einen Emulator, PPSSPP. Und das Ganze könnt ihr auch auf Android spielen. Die Spiele findet ihr natürlich im Internet und auch den Emulator. Wo ihr die Spiele herbekommt, kann ich euch nicht sagen. Das ist halt YouTube-Rechtlinien und sowas alles. Keine Sachen halt weiter zu verbreiten und alles. So. Dann wollen wir mal in den Kartenshop reingehen. Dann können wir mal so ein bisschen gucken, was wir da schon alles haben. Und ja, wir haben wirklich einiges frei. Also wir haben wirklich einiges an Boostern frei. Da könnt ihr euch natürlich auch mal gerne mal was aussuchen, ob wir davon mal was öffnen zusammen. Wir können das Ganze hier auch streamen, das sollte natürlich auch möglich sein. Und ja, von daher gibt es wirklich einiges. So. Und um für die nächste Folge schon mal so ein bisschen was vorzuschlagen. Ihr könnt euch aussuchen, ob wir mit Hero Strike, mit Synchron Extreme oder Like Lord Judgment oder ob wir mit Devil's Gate spielen. Die vier stehen erstmal zur Auswahl. Und bis zur nächsten Folge werde ich dann Geld zusammen haben und das Ganze dann auch schon mal basteln, je nachdem, was ihr denn euch wünscht. Und ja, was gibt's noch? Hier gibt es noch einiges an Story-Inhalten, weil wir haben ja sehr viele Charaktere. Und hier gibt es auch sehr viele verschiedene Turniere, weswegen es hier auch recht einfach ist, recht schnell an Geld zu kommen, wenn man schon ein gewisses Deck erreicht hat, sag ich mal. Oder besser gesagt, wenn man sich schon gut, sehr, sehr gut auskennt. Wir können auch später noch so ein bisschen die Bandlist ändern und alles. Sollte, glaube ich, auch möglich sein.
Wir haben hier ein normales Turnier und ein Spezialturnier. Ja, und das Ganze mache ich eigentlich nur deswegen, weil ich mal wieder in die alten Zeiten zurück will und auch mal wieder ein paar ältere Decks spielen möchte. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ja, die erste Folge ist hier gerade so ein bisschen langweilig und auch nur so ein bisschen zur Einführung da. In der zweiten Folge wird es auf jeden Fall mehr abgehen. Ja, aber ich verabschiede mich auch schon. Ihr seht hier noch die rechts die nächste Folge und links seht ihr die Playlist. Und oben seht ihr natürlich noch den Abo-Button, wo ihr mich gerne abonnieren könnt. Und vergesst nicht zu kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Luffy. Ciao.